So sieht die Kabine der neuen Rekordbahn im Rohbau aus. Auf einem Werkhofareal in Küsnacht am Rigi testen die Erbauer ihr jüngstes Kind und schaukeln es kräftig. Der 26-Tonnen-Wagen mit Güterplattform und 4-Personen-Kabinen muss zeigen, dass er auf die verrückteste Steile reagieren kann. Dafür, dass es den Passagieren auch bei gut 47 Grad Neigung nicht übel wird, sorgt eine hydraulische Steuerung. Sie behält die Kabinen immer waagrecht. Für die Konstrukteure ein mehrfach herausforderndes Bauprojekt. Niveauregulierung von ganz horizontal im Bahnhof, wie in Intercity, zu der maximalen Steigung, zu der Weltrekordsteigung. Dann war aber auch das Gewicht eine Herausforderung vom Energieverbrauch, den wir schauen müssen. Und das Dritte ist sicher die Panoramaaussicht, die man aus dem Wagen raus hat, dass wir das gewährleisten können. Speziell auch der Schienenstrang. Im steilsten Felsgelände bereiteten Hangexperten das Tracé vor. 3 Tunnels wurden unter schwierigsten Bedingungen beinahe senkrecht in den Berg getrieben. Und zurzeit werden Schienenfundamente und Schienen eingebaut. So futuristisch soll sie ab Mitte Dezember ihren Betrieb aufnehmen, die neue Stoßbahn, welche so ganz und gar nicht einem bisherigen klassischen Bähnli ähnelt. Damit steht sie aber nicht allein. Gerade in der Zentralschweiz haben neu designte Bahnen Hochkonjunktur. Zuerst kam die rotierende Gondel auf den Titlis. Dann die Cabrio-Bahn aufs Stanserhorn. Und zuletzt die neue Pilatus-Gondel mit Spezialpanoramasitzen. Die Frage stellt sich, überleben Bergbahnen bloß noch mit Spezialdesign und zusätzlicher Innovation? Es ist eine Entwicklung, dass der Gast nicht mehr nur einen Transport kauft, sondern eigentlich will er ein Erlebnis. Bergbahnbilets sind im Vergleich zu der Zeit, die wir mit der Bergbahn zu tun haben, relativ teuer. Gewisse Superlativ, ästhetisch schöne Sachen, modernes, andersartiges, exklusives ist natürlich dann natürlich sehr hilfreich, um auch ökonomisch erfolgreich zu sein. Wir haken bei den Stoßbahnen nach. 84 Jahre lang genügte diese klassische Standseilbahn. Sie wird der neuen Bahn weichen müssen, weil man künftig nur noch mit Exklusivität den Tourismus ankurbeln kann. Der Chef winkt ab. Das Gleis heute ist 80 cm breit. Es gibt keine Bewilligungen mehr für 80 cm. Man muss auf mindestens 1,20 m gehen oder breiter, wegen der Kippsicherheit. Und das hätte dazu geführt, dass man die Trasse komplett neu bauen müsste. Das würde wiederum heissen, dass 2 Jahre lang Bauzeit ist, die Bahn nicht fahren könnte. Wir wollten eigentlich ursprünglich eine grosse Gondelbahn bauen. Und dann ist halt leider Gottes ist ein Schiessstand in die Quere gekommen und haben dort aus Feld 1 zurück müssen und haben dann diese Lösung gefunden. Wir haben aber etwa 15 Varianten geprüft und ist am Schluss bei dieser Lösung gelandet. Stolze 52 Millionen Franken kostet die Bahn der Superlative. Nach bestandenem Härtetest im Werkareal werden die Kabinen im Herbst auf das neue Stoßtracé gelegt und bis Mitte Dezember fahrtüchtig gemacht.